Man schrieb das 23. Jahrhundert. Es war die dunkelste Stunde der Menschheit. Bereits so lange, dass sich niemand mehr an den ursprünglichen Grund dafür erinnern konnte. Alles, was wir wussten, war, dass es zwei Seiten gab. Die Koalition und die Allianz. Seit Jahrzehnten starben Millionen immer wieder für dasselbe Stück Fels. Dann endlich konnte eine Seite die Oberhand gewinnen. Die Koalition. Startete die Allianz 5 Schlafschiffe. Man hoffte, sie würden weit weg vom Krieg und Zwist, die die Erde befallen hatten, neu beginnen. Ohne jene Vorurteile anfangen, die uns so lange schon entzweiten. Jedes Schlafschiff wurde nach der Herkunftsnation benannt. Die Bretonia, die Rheinland, die Hispania, die Cusari, die Liberty. Wahrscheinlichkeit brachen die Kolonieschiffe durch die Blockade der Koalition und flogen in Richtung des Sirius-Systems. Das war vor 800 Jahren, als wir herkamen, um unser Leben neu aufzubauen. Seit damals sind wir einen weiten Weg gegangen. Wir sind gewachsen. Wir konnten gedeihen. Wir konnten aufblühen. Aber wir werden nie vergessen. Ja, das war's mit dem Intro. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt Freelancer. Ich hatte es ja schon im Let's Play Forum in meiner Signatur und auch in meiner Beschreibung im Kanal angekündigt, in gewissermaßen. Zumindest wissen einige, dass ich es schon lange geplant habe. Und jetzt, wo das Evil Sam Together mit Torte und Dex abgeschlossen ist, wird es auch langsam mal Zeit, hier damit anzufangen. Ich habe mir vorab ein paar Notizen gemacht, um euch ein bisschen was über das Spiel zu erzählen, gehört ja auch dazu. Und damit fange ich jetzt einfach mal an, während ich hier kurz nochmal die Grafikoption durchchecke. Das dürfte aber so stimmen. Ja, stimmt so. Das Spiel wurde 2003 herausgebracht durch Digital Anvil für Microsoft, wie man ja schon im Intro gesehen hat. Und das Ganze ist eine Weltraumsimulation, welche nicht gerade hohe Systemanforderungen hat, gerade mal 400 MHz und 128 MB RAM, was es eigentlich für jeden spielbar macht. Und der Schwerpunkt bei diesem schönen Spiel hier liegt dabei, dass man halt im Weltraum gegen andere Kolonien, gegen Raumschiffe, gegen ganze Flotten kämpft.
was ziemlich interessant ist und auf einer ziemlich geilen Hintergrundstory aufgebaut ist. Nämlich steht der ganze Einzelspielermodus eigentlich auf einer Hintergrundstory, die wir ja gerade schon ansatzweise kennengelernt haben im Intro. Ja, neben dem Einzelspielermodus gibt es dann noch einen Mehrspielermodus und zusätzliche Modifikationen, was allerdings alles ein bisschen kompliziert ist. Da muss man noch Ports freigeben, um online spielen zu können und erstmal auf die Server drauf zu kommen. Das Problem hatte ich damals schon alles, da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Ja, und im Spiel werden wir immer mal wieder auf Piraten oder Weltraumpolizei, die je nach System anders sind. Da gibt es Korsaren, normale Piraten und andere Gruppierungen, Rebellen und dies, das, die wir alle kennenlernen werden. Und man kann da eine gewisse Sympathie zu aufbauen. Das heißt, man kann theoretisch auch mit Piraten befreundet sein. Man kann sich aber auch ziemlich was mit denen verscherzen und dann werden die einen auch angreifen. Andersrum ist es auch, dass wenn wir im Weltraum Pirat werden, dass uns dann die Polizei bzw. die verschiedenen Armeen oder wie auch immer angreifen werden. Und untereinander führen die natürlich auch Kriege, was man immer mal mitbekommt, wo man sich auf eine der Seiten schlagen kann. Ja, und die Galaxie hier, beziehungsweise die verschiedenen Galaxien, das ja Weltraum hier besteht ja aus mehreren Galaxien, zwischen denen man hin und her springen kann, die ist im Prinzip frei erforschbar bis ans letzte Ende der Welt und kann allerdings erst durch zahlreiche Nebenmissionen, durch die man dann im Level steigen kann, weiter freigespielt werden. Und um alles erkunden zu können, wirklich, also jedes Sonnensystem, muss man dann wirklich auch die Story komplett durchspielen, was wir allerdings ja auch sowieso machen werden. Ja, und zuletzt gibt es dann noch zu bemerken, dass es eine Petition seitens der Fans von Freelancer gab, die Microsoft dazu auffordern sollte, einen zweiten Teil von Freelancer rauszubringen. Das Ganze wurde dann auch begonnen durch Digital Anvil. Allerdings wurde Digital Anvil im Jahr 2006 durch Microsoft geschlossen, weshalb es da nicht wirklich große Aussichten drauf gibt, dass sowas nochmal erscheinen wird. Also bleibt es wahrscheinlich bei dem ersten und letzten Freelancer-Teil hier. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem neuen Spiel hier an und da das direkt mit einem neuen Intro beginnt, werde ich dann auch am besten gar nichts sagen und euch einfach gucken lassen. Viel Spaß! Roger, alle Systeme grün. SA-14, Sie haben Starterlaubnis. Bestätigt, Freihafen 7. Wir sehen uns dann in 2 Wochen. SA-14, wir haben unbekannte Kontakte auf den Langstreckensensoren. Wir schicken Ihnen ein Jägergeschwader als Eskorte aus dem System. Guten Flug. Marinekommando, hier Freihafen 7. Wir empfangen einige seltsame Daten mit den Langstreckensensoren. Alarm! Unbekannte Schiffe haben die Verteidigungslinie durchbrochen. Alle Stationen besetzen. Präsidentin Jacoby hat die LSF aufgefordert, die Zerstörung von Freihafen 7 zu untersuchen. Noch ist nicht klar, ob es ein Unfall oder ein Angriff war. Die ersten Überlebenden sind heute auf Manhattan eingetroffen. Wir sind vom medizinischen Dienst. Gibt es Schwerverletzte? Einen. Drin. Versorgen Sie ihn gut. Er schuldet mir noch was. Ihre Besorgnis ist rührend. Wir tun, was wir können. Es kann aber dauern. Offiziell bleibt die Liberty Security Force dabei, dass es keinen Beweis für einen Anschlag auf Freihafen 7 gibt. Aber Quellen innerhalb der LSF verdächtigen die kriminelle Organisation der Orden. Wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden.
Ja, das war's auch schon. Der Typ mit der Lederjacke da, das ist Trent, den Held, den wir in dem Spiel spielen. Und die ganzen Informationen hier, die werde ich einfach mal wegklicken, die sind ja für euch nicht wirklich relevant. Wir sollen uns jetzt einen Job in der Bar suchen und das werden wir auch mal machen. Ja. Ach, da ist die Bar. Ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden, es ist jetzt 3 oder 4 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Da kommen wir auch schon. Sidewinder Fang. Wir haben nur Liberty Ale. Auch gut. Sie heißt Junko Zane. Toughes Mädel. Oh, wieso? Gehört zur LSF, lebt für ihren Job. Das heißt, falls sie einen Job wollen. Wenn sie allerdings nach was anderem suchen... Nein, im Moment will ich eigentlich nur diesen Drink. Die kenne ich doch. Das glaube ich kaum. Doch, ich habe sie in den Nachrichten gesehen. Sie sind doch einer der Überlebenden von Freihafen 7. Ja. Muss schlimm gewesen sein. Sie haben da echt Glück gehabt. Ha. Der hier geht auf mich. Ist ein guter Tropfen. Wieso? Weil man nicht jeden Tag die Chance bekommt, neu anzufangen. Alles Gute in Liberty, Sir. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Ihr merkt schon, unser Held hier hat einen guten Humor. Danke. Da wird es noch einige witzige Momente geben. Das brauchen wir uns auch nicht durchlesen, ist eigentlich nur für mich wichtig. Wir sollen jetzt mit Junko Zane sprechen, das ist die hier hinten. Und das werden wir dann direkt mal machen. Ich verstehe, was Sie wollen, aber ich habe einfach nicht genug Leute. Juni, die Dinge ändern sich. Gruppen wie der Orden nehmen sich immer mehr heraus. Sie bedrohen inzwischen unsere Gewinne. In der Regierung gibt es Stimmen, die meinen, wir müssen verstärkt kontrollieren. Sind Sie Junko Zane? Ja. Sie müssen wohl was Geschäftliches besprechen. Moment! Ich verlasse mich ganz auf Ihr Geschick. Sorry, aber der Barmann meinte, Sie arbeiten für die Liberty Security Force. Und für wen arbeiten Sie, Mr.? Trent, ich arbeite für mich. Was für ein Schiff haben Sie? Hab's verloren. Auf Freihafen 7. Ah ja. Bleiben Sie länger in Liberty? Ich habe einen Freund, der bei dem Angriff verletzt wurde. Er liegt im Krankenhaus. Ich bleibe, bis er entlassen wird. Ich könnte tatsächlich einen guten Freelancer brauchen. Ich bin später im Ausrüstungsraum. Wir treffen uns dort. Oh, und wenn wir zusammenarbeiten, nennen Sie mich Juni. Ja, ihr merkt schon, Trent hat Gefallen an ihr gefunden. Und jetzt wisst ihr auch, warum das Spiel Freelancer heißt. Das ganze Spiel besteht im Prinzip nur darum, raus, dass wir im Prinzip für keinen wirklich gezwungenermaßen arbeiten, sondern eigentlich nur für immer mal irgendwelche Leute Aufträge erledigen. Und bevor wir mit irgendwelchen anderen Leuten reden, dem könnte man noch reden, mit dem auch. Aber wir gehen einfach mal in den wo auch immer wir dahin sollten, ich glaube. Startrampe, das war's doch, oder? Nee, wo mussten wir denn hin? Ich hab's schon wieder vergessen. Im Frachtraum hat sie doch gesagt, oder? Ja, seht doch, jetzt sind hier ganz andere Leute. Und sowas hier bedeutet, dass sie einen Auftrag haben. Aber wir werden jetzt erstmal hier die Hauptstory ein bisschen machen. Nein, hier wollen wir eigentlich nicht hin. Ausrüstungshändler. Hallo? Ah ja. Unser erstes Schiff. Nicht das schönste, aber... Freut mich, Sie zu sehen. Sind Sie bereit, für die LSF zu arbeiten, Mr. Trent? Einfach nur Trent. Lassen Sie hören, was Sie zu bieten haben. Tja, ich habe ein Schiff für Sie. Ein ganz einfaches, mit dem Sie keine Sprünge machen können. Aber es sollte reichen.
Ihr Auftrag ist ganz einfach. Sie machen den Babysitter für einen Konvoi mit Nahrung und Medikamenten. Ihr Kontakt ist King, der Chef der Eskorte. Ich sag ihm, dass Sie kommen. Nur, falls Sie interessiert sind. Natürlich sind wir interessiert daran. Das hier werde ich mir allerdings durchlesen, denn das ist ja ziemlich schließlich ein Auftrag. Das Ziel: Eskortieren Sie einen Konvoi mit Nahrungsmitteln und medizinischer Ausrüstung von Fort Bush zur Bergbaukolonie auf dem Planeten Pittsburgh. Der Befehlshaber dieses Einsatzes, Michael King, wartet im All in der Nähe des Manhattan-Andockrings auf Sie. Schwierigkeitsgrad: Der LSF-Nachrichtendienst hat den Einsatz als relativ ungefährlich eingestuft. Piratenangriffe sind möglich. Vergütung 2000 Credits. Den nehmen wir natürlich an. Klingt gut. Ich bin dabei. Gut, dann mal los. Ich lasse Ihr Schiff sofort bereit machen. Sie müssen dann nur noch zum Landeplatz gehen und starten. King erwartet Sie in der Nähe des Andockrings im All, okay? Wir sehen uns, wenn Sie zurück sind. Danke. Speichern und Status. Ja, das brauchen wir uns nicht durchlesen. Wir starten. Ich muss mich gleich erstmal bei der Steuerung ein wenig zurechtfinden. Aber das wird schon funktionieren. Ich denke mal, das wird mir nochmal erklärt. Ja, ihr seht schon hier das System New York. Hier in der Mitte ist der Mittelstern quasi, der aus dem das Sonnensystem besteht. Und hier ist der Planet Manhattan. Alles andere hier ist noch nicht eingezeichnet. Das werden wir noch erkunden. Hier, hier, hier und einige Sprungtore sind hier auch noch vorhanden. Und wir werden jetzt King im All über den Planeten Manhattan treffen. Ich werde übrigens den ersten Part eine halbe Stunde lang machen, extra, weil ich ja am Anfang so viel erzählen musste. Ich hoffe, das stört euch nicht. Sie müssen Trent sein. Ich bin King, Leiter dieser Mission. Ich habe den Anführer des Konvois kontaktiert. Die Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Sie sind bereit. Sollte eine Kleinigkeit sein, von hier nach Fort Bush und dann nach Pittsburgh. Bereit? Schön, Sie zu treffen, King. Ist das ein Rheinlandkreuzer? Das ist die Donau, Admiral Schulzkis Flaggschiff. Er besucht Manhattan wegen eines Gipfeltreffens mit Präsidentin Jacoby. Halten Sie Abstand. Station Newark. Hier RWK Donau. Bitte um Andock-Erlaubnis an Ihre Station. Over. Bestätigt, Donau. Sie haben Erlaubnis für Andock.6. Liberty begrüßt Sie und Admiral Schulzki. Donau, ein Hinweis. Wir haben unbekannte Kontakte erfasst. Vorsicht ist geboten. Verstanden, Newark. Alle Eskorten, Waffen bereit machen. Bestätigt. Bereit zum Gefecht. Roger. Verfolgen Schiffe im Anflug. Nicht identifizierte Schiffe. Hier Station Newark. Sie dringen den verbotenen Raum ein. Ändern Sie den Kurs oder wir eröffnen das Feuer. Newark, nicht eingreifen. Wir müssen die Präsidentin schützen. Schulzki ist ein Verräter. Alle Eskorten, Feuer frei. Alarmschuss rot. Die Donau ist getroffen. Rettungs- und Defensiveinheiten starten. Ja, merkst du, hier geht's direkt zur Sache. Dann nochmal genau Gott. Linke Maustaste und dann. Ich bin hier mitten in einem Feuergefecht. Jo. Die W-Taste beschleunigt die Geschichte. Die S-Taste kommt zur Sack und der ist das Tabulator-Taste mit der Nachbrenner aktiviert. Rechtsklicken der Maus für die aktive Waffe ab, klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Ziel, um es auszuwählen. Mit der R-Taste wird das nächstgelegene feindliche Ziel ausgewählt. Verdammt, Sie haben die Donau zerstört. Newark, die LSF-Patrouille Gamma 6, greifen Feind an. Bestätigt, ja, ich Gamma auch. 6. Das wird der Orden wissen. Eskortjäger, Feuer frei. Mein Gott, der hätte eine Ressource. Trent, die dürfen nicht entkommen. Feind angreifen. Ausgefallen. So, da haben wir den ersten. Newark, wir brauchen Verstärkung. Abfangjäger sind unterwegs. Die Colorado und ihre Eskorte sind im Anflug. Mein Gott, die Waffen sind ja echt hier wirklich am Anfang. Das war nicht mehr so schlecht in Erinnerung. Dein Feuer! Das war der letzte, Newark. Wenn Objekte zerstört werden, kann man häufig Dinge aus den Trümmern bergen. Taste B oder Kistensymbol rechts neben der Geschwindigkeitsanzeige. Alle bedeuten in der
Umgebung einsammeln. Umschalt plus B ausgewählte Beute bergen. Na, alles klar, mit B können wir Sachen auf einlagern in unseren Frachtraum. Neue Beute zu Waffen können auf Planeten und Schiffen im Gewinnbringen verkauft werden. Neue Beute zu Waffen und Geräte können nur in Ihr Schiff eingebaut werden, wenn Sie auf einer Basis gelandet sind. Schießen Sie in Bergbaugebieten auf kleine schwebende Asteroiden, um verwertbare Waren freizusetzen. Wenn Sie in entlegenen Gegenden verlassene Schiffe beschießen, werden seltene Gegenstände freigesetzt. Bestätigt. Also keine Feindkontakte mehr. Verstanden. Radar ist frei. SOR, Bericht. Haben Sie Überlebende gefunden? Negativ, Newark. Wir setzen die Suche fort. An alle Versorgungsschiffe, nach Überlebenden scannen. Alle anderen Schiffe, normaler Dienst. Aber wachsam bleiben. Trent, wir können hier nichts mehr tun. Die Transporter warten bei Fort Bush. Ich habe einen Wegpunkt in Ihr Neuralnetz geladen. Fliegen Sie einfach hin. Reiseziele sind durch Wegpunkte gekennzeichnet. Ein Wegpunkt wird als lila Rhombus im HUD Ihres Schiffes und in Ihrer Kontaktliste im Filter wichtig angezeigt. Bestätigt, SOR. Zurück zur Basis. Da hinten würde ich gerne nochmal hin. Da ist das gibt's so doch nicht. Wie konnten die sich Manhattan so weit nähern, ohne entdeckt zu werden? Aufgenommen. Zuerst Freihafen 7. Jetzt das. Das Gerät außer Kontrolle. Ja, ihr merkt schon, hier geht's direkt richtig zur Sache und da ist eine große Verschwörung am Laufen und genau das werden wir auch im Laufe des Spiels erkunden und aufdecken. Und ich hoffe, dass ihr da gespannt mitschauen werdet. Ich kenne das Ganze ja schon, aber dennoch ist das ziemlich interessant für mich. Ja. Wenn wir gleich am Wegpunkt angekommen sind, dann können wir auch größere Sprünge machen durch diese Weltraumautobahn hier, kann man quasi sagen. Okay, wir haben die Handelsroute erreicht. Beginne Aktivierungssequenz. Trent, Sie zuerst. Der Handelsroutenring am Wegpunkt muss ausgewählt sein. Aktivieren Sie dann das Dockmanöver. Der gewählte Ring verfügt über eine Entfernungsanzeige und wird als Planet Manhattan Fort Bush gekennzeichnet. Um den Ring auszuwählen, klicken Sie auf eine beliebige Stelle des Rings oder klicken Sie auf Einsatzwegpunkt in der Kontaktliste links unten in Ihrem HUD. Klicken Sie dann auf das Symbol für das Dockmanöver im Neuralnetz am oberen Bildschirmrand. Andocken. Aktivierungssequenz vollständig. Routensprung initiiert. Da trennt eine der wichtigsten Adern durch den Manhattan-Raum. Wir benutzen sie nur bis Fort Bush. Würden wir weiterfliegen, kämen wir zum Sprungtor ins Colorado-System. Ihr merkt schon, wir sind hier quasi im amerikanischen... Transportführer, hier LSF-Patrouille Gamma 6. Wir sollen sie nach Pittsburgh eskortieren. Over. Roger, Gamma 6, hier die USV Brand. Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Trent, Position nahe dem Transporter beziehen. Benutzen Sie das Formationmanöver, um sich mit dem Konvoi zu treffen. Ja, das ist mir ja... Okay. Hier Transportführer. Alle Schiffe sind in Position und wir haben Status Grün. Wir haben das über Schulzki gehört. Was ist passiert? Das planetare Verteidigungsnetz war offline und so gelang dem Orden der Durchbruch. Mit der ersten Raketensalve haben sie die Donau zerstört. Wir hatten keine Chance, sie aufzuhalten. Anscheinend hat der Orden versucht, das Treffen von Schulzki mit der Präsidentin zu verhindern. Schwer zu glauben, dass sowas passieren konnte. Wir sollten uns beeilen. Hoffen wir das Beste. In den letzten Wochen wurden mehrere Konvois angegriffen. Das Rogues-Problem ist in diesem Sektor außer Kontrolle. Keine Bange, darum sind wir ja hier. Aktivierungssequenz vollständig. Routensprung... initiiert. Sieht bis jetzt gut aus. Alarm! Störung der Handelsroute entdeckt. Ja, dann wollen wir mal hier.
Sie haben soeben einen Handelsflugüberfall erlebt. Beim Kampf mit feindlichen Schiffen kann das Schiff beschädigt werden. F-Taste oder eingekreistes Schiffssymbol unten rechts ändert jede Schutzschilde mit Schutzschildbatterien oder Herstellung. G-Taste oder Schraubenschlüsselsymbol umschäden mit Armbrust reparieren. Verdammt, machen Sie die Waffen bereit, Trent. Es könnte Ärger geben. Da, Rogues. Trent, aufscheren und angreifen. Diese Rogues, wir müssen hier sie fernhalten, bis die Handelsroute wieder stabil ist. Ende. Hey King, weshalb sind wir gekommen? Das werden Sie bald sehen. Los, landen Sie auf Pittsburgh. Wir sehen uns auf der Oberfläche. Wählen Sie den Andockring von Pittsburgh und aktivieren Sie dann das Dock-Manöver. Damit Sie den Andockring leichter finden, wird dieses Objekt durch den Weg markiert. Ja. Pittsburgh ist da. Auf dem Planeten sind, dann mache ich einen Schnitt. Glückwunsch, Sie haben Pilotenstufe 1 erreicht. Durch diesen neuen Status können Sie bessere Ausrüstung und Schiffe kaufen, die dieser Stufe entsprechen. Darüber hinaus dürfen Sie jetzt schwierigere und lukrativere Einsätze annehmen, die erhöhte Pilotenfertigkeiten erfordern. Verstanden, Anflugerlaubnis zum Landepunkt erteilt. Sie dürfen jetzt zum Landepunkt. Sie werden Pittsburgh reichlich langweilig finden, Trent. Da gibt's nur den Bergbau, sonst nichts. Außer Felsen, Rauch und Feuer. Aber was an Klasse fehlt, machen die billigen Drinks wett. Landen Sie Ihr Schiff auf einem der Pads da drüben.
gute Arbeit, Trent. Ich schulde Ihnen ein paar Credits. Peking, wussten Sie, dass es da draußen hoch hergehen würde? Aha, noch sind wir nicht fertig. Wir warten nur auf die anderen. Welche anderen? Wir vermuten, dass der Orden Kontakte zum organisierten Verbrechen in Liberty hat. Vielleicht sogar ein Geheimquartier. Ich glaube, wir haben was entdeckt und haben Verstärkung angefordert. Wir könnten Sie dabei gebrauchen, Trent. Okay, aber ich hoffe, dass was dabei rumkommt. Das verspreche ich. Oh, und Trent, an Ihrer Stelle würde ich die Kohle in Ihren fliegenden Schrotthaufen stecken. Oh ja. Versuchen Sie es bei dem Händler da drüben, der hat immer was. Wir sehen uns im All. Das werden wir auch sofort gleich mal machen im nächsten Part. Vorher gucke ich, wo man hier speichern kann. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ja. Ich mache hier einfach einen Schnitt und nehme dann direkt den nächsten Part auf. Ich denke mal, das ist das Beste, oder? Wo kann ich denn hier speichern, wenn ich das jetzt noch wüsste? Hahaha. Aktuelle Informationen. Nein. Wenn ich das jetzt wüsste. Naja, genau, hier sieht man das Ansehen zu den verschiedenen Fraktionen hier. Ja, ich mache hier einfach einen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Kommentare freuen, wie euch das Let's Play gefällt. Ich würde mich auch ebenfalls freuen, wenn ihr mich abonniert und das Let's Play weiter verfolgt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.